Schönen guten Tag, herzlich willkommen auf der Jahrespressekonferenz von Laut gegen Nazis. Mein Name ist Jörn Menge, ich bin der Gründer dieses Vereins. Und in diesen Tagen ist es für uns scheußlich festzustellen, dass wir Krieg haben. Krieg in Europa, aber auch Krieg in anderen Ländern, wollten wir auch nochmal ganz kurz bemerken. Natürlich gilt unser Mitgefühl den Opfern des Krieges in der Ukraine. Es ist ein scheußlicher Zustand, den wir im Moment haben. Wir kritisieren höchstens mal, dass wir die Medienberichterstattung manchmal nicht so klug finden, weil sie auch viel Panik verursacht. Das möchte ich auch mal kurz bemerken. Da schließe ich gewisse Medien aus, aber es gibt ein Medium, bei dem, also die haben viele Leser und viele Userinnen, die ihnen folgen, die alle 20 Minuten Eilmeldungen formulieren. Es würde uns allen gut tun, wenn man vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit Meldungen umgeht und damit keine Angst verursacht. Ich selber bin völlig geschockt, weil auch ich noch vor 14 Tagen dachte, wir leben in einer freien Welt, wir können alle machen, was wir wollen, wir können reisen, wohin wir wollen. Aber da gibt es diesen alten Geist Putin, bei dem ich auch vorsichtig sein würde, wenn man jetzt manche Medien durchliest, dass der irgendwie schwachsinnig ist oder psychisch krank. Nein, das sind die alten Doktrinen, die man hat. Das sind die alten Dinge, die noch aus der Sowjetunion stammen. Und wenn ich mir seinen Kader, der ihn umgibt, ansehe, alte Männer in Uniform, das ist das alte Wunschdenken von Großmachtdasein. Wir dachten eigentlich, das hätten wir abgeschafft, aber ist wohl niemandem gelungen. Zum Ukraine-Krieg kommen wir nachher auch nochmal. Wir begrüßen heute Soloman Tadmori, der war auch gerade an der Grenze Ukraine-Polen und hat das 10 Tage lang live erlebt. Wir wollen natürlich unsere Kernthemen ansprechen und die allgemeine Situation in Deutschland zum Thema Rechtsextremismus betrachten. Das ist unser Job. Wir haben 2,5 Jahre nicht die Gelegenheit dazu gehabt, weil wir eine pandemische Lage hatten. Deswegen freuen wir uns, dass wir endlich mal eine Pressekonferenz umsetzen können. Und auch hier gilt, wir haben eine Steigerung zum Thema Rechtsextremismus. Wir haben Menschen, die auf Querdenker-Demonstrationen sich in einer Diktatur wähnen und zum Beispiel gelbe Sterne mit ungeimpft tragen. Also es ist eine geschichtsrevisionistische Verdrehung und das ist fürchterlich, diese Symbolik des Antisemitismus und des Holocaust zu verwenden. Diese Querdenker-Szene findet Putin ganz toll, weil der jetzt eben halt wirklich so mal durchzieht und ja auch seine eigene Diktatur formt. Und an diese Querdenkerin möchte ich sagen, dass sie froh sein können, dass sie nicht in Russland leben, sondern dort findet Diktatur statt. Hier können sie frei mit ihrem Schwachsinn, ich sage bewusst Schwachsinn, durch die Gegend laufen und Leute aufhetzen. Ganz schlimm finde ich, dass fast alle großen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen von Rechtsextremisten angeführt werden. Das ist ganz gruselig. Das ist jetzt nur meine eigene Auffassung. Natürlich vertritt Laut gegen Nazis die auch. Und wir sehr vorsichtig auch mit dem Umgang mit der AfD sein sollten. Wir dürfen die nicht verharmlosen. Und wenn sie Schwächen zeigt in irgendwelchen Zahlen und Statistiken, ist das kein Grund zum Feiern, sondern diese Partei, die im Bundestag sitzt, was mich entsetzt, ja, ist sozusagen auch Antrieb für viele. Das darf man nicht vergessen. Und das beschäftigt mich natürlich auch. Die Pandemie haben wir ganz gut überstanden. Wir haben große Unterstützerinnen und Spenderinnen. Deswegen bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei allen, die uns unterstützen. Und hoffen natürlich, dass wir jetzt neu durchstarten können, wenn es denn möglich ist. Wir beginnen jetzt erst einmal mit Smudo, weil ich sehr gerne, wir haben glaube ich schon die 20. Pressekonferenz jetzt gemeinsam, auch seine Sicht der aktuellen Dinge vorstellen möchte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Menge. Schönen guten Tag alle miteinander. Ja, du hast eigentlich alles schon gesagt, was ich sagen wollte. Es ist so, dass speziell das
große, breite Thema von des Rechtsextremismus, gerade zum Thema Querdenker und eben auch Künstlerinnen und Künstler, die daran stattfinden, von Attila Hildmann über Michi Wendler, Wendler oder zum Beispiel der Kollege Naidu beispielsweise. Das ist etwas, mit dem bisher für mich waren immer, der spinnerte Onkel, wenn er abends immer ein zu viel getrunken hat und dann wieder erzählt, dass wir alle vielleicht vor Chemtrails gewarnt werden müssten und so, war das für mich bisher immer harmlos. Aber ich finde, über die Jahre hinweg, speziell auch durch den Verstärker Corona, ist es richtig sichtbar geworden, dass das ein Effekt ist, wenn man sich gegen den Mainstream sozusagen stellen möchte, was ist auch Entschuldigung. Also wenn man sich, dass es so eine natürliche Haltung gibt, nicht so sein zu wollen wie die anderen, dann zu exotischen Themen greift und dann aber der Griff in die Querdenkerkiste und in den und dann in einen Bereich, in dem man auch noch möglicherweise radikalisiert wird, das ist alles relativ nah beieinander. Gerade bei dem Kollegen Naidu, wo wir lange immer gedacht hatten, der spinnt, der hat ein bisschen ein zu viel geraucht, lass ihn mal und so, wurde viel, viel zu spät festgestellt und auch wirklich Konsequenzen gezogen von Kolleginnen und Kollegen, beispielsweise, dass er bei Deutschland sucht den Superstar noch so lange in der Jury beispielsweise war oder was ich selber weiß, auch noch von Kolleginnen und Kollegen bei ProSieben, wo ich viel mit The Voice zu tun habe, dass es da schon sehr früh eigentlich sichtbar war, es aber nicht richtig durchzog, weil es noch zu sehr als Spinnerei abtut. Ich finde, mit Laut gegen Nazis und der Gewahrmachung von rechten Gedankengut und Querdenken Gedankengut, dass man das früher erkennt und eventuell auch Konsequenzen zieht und dass es eben erkennbar wird, dass so Tendenzen in jemanden wach werden, wie bei Hildmann beispielsweise, der vom harmlosen Verrückten zum gefährlichen Verrückten geworden ist und wirklich viele Leute anspricht und erreicht über Telegram und seine ganzen anderen Kanäle. Wie lange es gedauert hat, bis Hildmann überhaupt bei Telegram rausgeflogen ist und wie viele andere alternative Kanäle er bis dahin jetzt auch noch aufgemacht hat und auf denen aktiv ist, sieht man auch, wie vielfältig, schwer und komplex das Thema Kampf im Netz gegen rechts ist. Ich hoffe, es war jetzt nicht so ein bisschen wirr, was ich erzählt habe. Ich habe gestern meinen 55. Geburtstag gefeiert und ich habe zu viel getrunken. Versuche also, das alles mal klar zusammenzupacken. Aber gerade speziell mit dem Kollegen Naidu ist, finde ich, sehr, sehr, sehr bildhaft. Na, erst kürzlich auch für das ZDF wird da gerade eine Doku gedreht, in der Zusammenhänge gebaut werden. Das wirklich so Infowar-mäßig, das über so kleine spinnerte, ich bin dagegen, Ideen, wie sich das immer mehr, wie das über einen breiteren Strom werden kann von Followern und das dann auch wirklich zu Taten wird am Ende. Und wie man es jetzt eben auch am Ukraine-Krieg tatsächlich sieht, an welchen Stellen die konservativen Ideen aus Russland bereits früh schon eingeflossen sind in Berichterstattung, in Propaganda auf RT, in YouTube, in Telegram und so weiter. Die Verbindung, die es gibt zur AfD und anderen rechtspopulistischen Parteien auf der ganzen Welt, um quasi die Idee eines starken Russlands und eines weichen Westens zu popularisieren, sind die gleichen Mittel, mit denen dann eben auch, das sind die gleichen, wie sagst du mal, behämmert Faschomittel, mit denen quasi im Netz agitiert wird. Ja, und im Zuge dessen unterstützen wir als die Fantastischen Vier schon sehr lange Jörn Menge und seine Initiative Laut gegen Nazis, um immer wieder Awareness-Kampagnen zu fahren zu diesem Thema, weil man das immer, immer wieder betonen muss. Es ist, man darf das Bild benutzen, Arbeit gegen rechts ist wie eine Impfung. Das hört nicht irgendwann mal auf, sondern muss man immer regelmäßig machen. Jedes Jahr und mit wieder und neuen und tollen Ideen. Und dann kann man auch gleich überleiten zu der schönen Idee und Kampagne Hetzjäger, die zeigt, wie einfach es ist tatsächlich, im Netz die Radikale zu vereinen rund um ein Thema. Und wir werden gemeinsam, Jörn, ja auf Tour gehen. Die 30 Jahre Fanta 4 Tour ist jetzt, glaube ich, 34 Jahre Fanta 4, nachdem sie ständig wieder verlegt wurde. Wegen der Pandemie werden wir auch wieder einen Laut gegen Nazis Stand bei den meisten Locations haben. Omas gegen Rechts kommen uns besuchen. Und werden dort hoffentlich auch wieder sehr viele Leute zum Spenden aufrufen können, auffordern können und auch das Thema immer weiter tragen.
dass es gut ist, laut gegen Nazis und laut gegen Recht zu sein. Und ich hoffe, wir werden so viele Touren, also wir werden so viel unterwegs sein. Ich weiß gar nicht, wie viele Konzerte, auch Deutschland, Österreich, Schweiz womöglich. 29, jawohl. Also gut, ich hoffe, das klingelt dann auch in der Kasse ordentlich. Vielen Dank und uns allen alles Gute und beste Gesundheit. Dankeschön. Vielen Dank, Smudo. Ja, Smudo hat es schon angesprochen, wir wollen mal zu unserer Hetzjäger-Kampagne kommen. Wir haben eine Band gegründet, der Sänger sitzt hier auch ganz erkenntlich auf dem Podium. Das ist eine Kampagne, die wir gemeinsam mit einer Agentur in Hamburg umgesetzt haben. Wir haben im letzten Jahr April ein Angebot bekommen von Nico, der sitzt auch hier auf diesem Podium. Und wir haben dann ausgetüftelt, wie man Algorithmen beeinflussen kann, beziehungsweise sein Werk. Ich habe keine Ahnung von Algorithmen, ehrlich gesagt. Und wir waren lange am Überlegen, macht das Sinn, diese Kampagne umzusetzen? Funktioniert das denn auch? Und das hat funktioniert. Es geht um die Band Hetzjäger. Die Band Hetzjäger hat auch sehr viel Furore gemacht in der Presse. Wir haben auch mit dieser Presse gefordert, dass Streaming-Portal-Anbieter endlich Verantwortung übernehmen müssen, menschenverachtende, rechtsextremistische Inhalte zu prüfen und zu löschen. Es ist wie folgt, haben wir das dann angesetzt. Wir haben im November 2021, ich glaube Mitte November war es, einen 30-sekündigen Spot veröffentlicht auf allen Kanälen, wirklich über Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Music, Amazon Music und waren auch auf Telegram unterwegs. Dazu kann Nico sicherlich mehr sagen als wir, weil wir da ganz viele wunderbare Nachrichten auch bekommen haben. Und dieses Video bei YouTube zum Beispiel, dieses Stück wurde über 120.000 Mal angeklickt, viel geliked und die rechtsextremistische Szene hat gejubelt. Das Stück heißt Kamerad und die Attitüden in der ersten Strophe sind eindeutig rechtsextremistisch. Das Ganze wurde ein bisschen provokanter aufgezogen, wie zum Beispiel Hetzjäger mit dem großen H, großen J für HJ oder eben halt die Weltpremiere auf Telegram am 30. Januar, also an dem Tag, als Hitler Reichskanzler wurde, um 18.18 Uhr mit dem Code der rechtsextremistischen Szene, Adolf Hitler, ne, ist da und achte Buchstabe. Und ich hatte eigentlich gedacht, so, naja, irgendwer wird schon drüber stolpern, sei es in der rechtsextremistischen Szene. Ich hätte gar nicht persönlich, ich war natürlich froh, dass es nicht so war, persönlich hätte ich gar nicht gedacht, dass wir damit so viel Erfolg haben und dass es keiner merkt, dass es eigentlich ein Fake ist. Was aber erschreckend ist, und das kann man auch heute noch bei YouTube sehen und auch bei den anderen Musikanbietern, unsere Kampagne hat insofern nicht gewirkt, dass irgendein Pressevertreter von Spotify oder YouTube, die wir durchaus eingeladen, hier vor Ort ist und die hier vor Ort sind und mal Verantwortung so zumindest verbal übernehmen. Wir haben ganz im Gegenteil festgestellt, auf YouTube wird es immer schlimmer. Es tauchen alte Bands auf wie Störkraft, Lunikov-Verschwörung mit 500.000 Zugriffe, mit was weiß ich, Hunderttausenden von Likes. Neue rechtsextremistische Bands wie, den Namen habe ich jetzt nicht, ist ein englischer Name, da kann der Philipp Schlaffer auch gleich noch was zu sagen, die 2,5 Millionen Aufrufe haben, die eindeutig antisemitisch sind, eindeutig Hardcore-Nationalsozialisten, so nennen sie sich selber, finden wir heute noch. Und ich würde jetzt erst einmal gern das Wort an Nico geben, weil der uns nochmal technisch erklären kann, wie wir es gemacht haben. Wir haben viel Presse gemacht tatsächlich. Also es haben ganz viele, viele Redaktionen über diese Kampagne berichtet, so Deutschlandfunk, andere, die dann eben halt trotzdem nicht dazu geführt haben, dass irgendeiner von diesen Portalen sich bei uns gemeldet hat. Nico, ich begrüße dich recht herzlich auf dieser Pressekonferenz und würde mich freuen, wenn du mal die technische Seite und auch die administrative Seite beschreibst. Danke. Ja, sehr gern. Vielen Dank. Ich hoffe, man hört mich einigermaßen unter dieser Maske. Das ist natürlich ein ganz interessantes Beispiel, wenn man guckt, wie soziale Netzwerke, und dazu zählen die Streaming-Anbieter ja auch, Menschen aufstacheln können, Dinge zu glauben oder Fake News verbreiten können oder eben auch Inhalte verbreiten können, die dazu führen, dass sich Menschen radikalisieren. Und Musik, das wissen wir alle, ist schon immer ein relativ starker Treiber gewesen für die rechte Szene. Also nicht nur als Einstiegstor, sondern auch als Kit, der diese Szene zusammenhält.
Und die Idee bei uns war, dass wir diese Bands, die in den Musikstreaming-Plattformen relativ offen zu hören sind und relativ viel vertreten sind leider, dass wir denen ein bisschen das Leben schwerer machen und die Streaming-Anbieter natürlich dazu bringen, auch tatsächlich selbst was zu unternehmen. Und das größte Problem, was wir da gesehen haben, war einerseits natürlich, dass diese Bands überhaupt vorhanden sind, aber auch, dass die Algorithmen der Streaming-Anbieter diese Bands weiterempfehlen. Das heißt, höre ich einmal so eine Band, wenn auch vielleicht aus Versehen oder weil ich gar nicht weiß, was das für eine Band ist, schlägt mir der Algorithmus immer mehr und immer mehr solche Bands vor und solche Songs vor, die quasi damit assoziiert werden. Und das war der Moment, wo wir dachten, da kann man eigentlich auch ansetzen. Und diese Algorithmen kann man auch dazu nutzen, gegen diese Bands vorzugehen, indem wir den Spieß quasi umdrehen und sagen, wir haben eine Band, die wir über diesen Algorithmus an Fans echter Rechtrock-Bands oder echter rechter Bands ausspielen lassen, empfehlen lassen, um dann an einem bestimmten Punkt das Ganze umzudrehen und zu sagen, ha, wir sind ja keine rechte Band, wir sind nämlich eigentlich eine linke Band, die eine wichtige Botschaft für alle rechten Fans hat, aber vor allem für die Streaming-Anbieter hat. Unternehmt endlich mal was. Macht was gegen diese rechten Bands auf den Plattformen. Und das hat technisch zumindest so funktioniert, das kann ich ganz knapp erzählen, dass diese Algorithmen auf verschiedene Punkte in den Songs eingehen. Das heißt, der musste musikalisch stimmen, der musste vom Text stimmen. Aber es geht auch darum, wie die Band und wie der Song in den sozialen Netzwerken diskutiert wird. Das heißt, wir mussten auch auf Telegram, auf Instagram, auf YouTube, in den Kommentarspalten immer diese Band pushen und mit rechten Fans in Verbindung bringen und mit anderen rechten Bands in Verbindung bringen. Und dazu hatten wir eine Redakteurin, die sich mit den Rechten rumschlagen musste auf Telegram und relativ viele Nachrichten beantwortet hat. Und es war interessant zu sehen, dass die rechte Szene relativ gut auf diese Band am Anfang reagiert hat. Also die haben uns Unterstützung angeboten, die wollten Merch machen, die wollten uns Labels besorgen. Das heißt, die Lust auf eine neue Band war da sehr, sehr groß. Und vielleicht auch durch Corona getrieben war das Misstrauen am Anfang sehr, sehr klein für die Band. So, dann haben wir unsere Band da positioniert. Das hat relativ gut funktioniert. Und es gab natürlich immer mal wieder Probleme. Also wir wurden gelöscht von Soundcloud zum Beispiel, waren aber nach 5 Minuten wieder online. Die Rechten haben uns natürlich auch teilweise misstrauisch begutachtet, bis dann ein Artikel auf Bildhauer News, glaube ich, rausgekommen ist, der relativ prominent unsere Band genannt hat. Und daraufhin ist auf der einen Seite in der rechten Szene natürlich quasi wie so eine Bestätigung war das, dass unsere Band tatsächlich eine rechte Band ist. Auf der anderen Seite war das Misstrauen noch größer, so dass wir schlussendlich kurz bevor wir das Ganze auflösen wollten, am 30. Januar geleakt wurden, weil die Nazis eine Sicherheitslücke bei YouTube ausgenutzt haben und unseren Song vorerst rausgebracht haben. Und wir dachten zuerst, ah, das ist eine Riesenkatastrophe. Jetzt klappt die Aktion nicht, aber in Wirklichkeit war das eine Riesenhilfe für uns, weil die Nazis jetzt diesen Song wirklich stark verbreitet haben und alle darauf geklickt haben. Tatsächlich war der Wortlaut in der Telegram-Nachricht: Diesen Song muss jeder vor 18.18 Uhr gehört haben. Verbreitet den bitte in der ganzen Szene. Das haben die dann auch gemacht. Das hat uns extrem geholfen, hat den Algorithmus extrem manipuliert oder trainiert, wenn man so will. Und am Ende hat sich der Song dadurch nochmal viel, viel stärker verbreitet. Insgesamt würden wir sagen, die Aktion war ein großer Erfolg, weil wir damit ganz klar aufzeigen konnten, die Algorithmen spielen da eine sehr, sehr große Rolle in der Verbreitung dieser Songs. Diese Songs sind vorhanden auf den Plattformen. Es ist viel, viel, viel zu einfach, diese Songs auf die Plattform zu kriegen und bekannt zu machen. Und dagegen muss was getan werden. Und wir würden uns freuen, wenn wir in noch engeren Kontakt mit den Streaming-Anbietern kommen können, mit denen sprechen könnten und tatsächlich auf Basis dessen, was wir da getan haben mit den Algorithmen, eine Möglichkeit entwickeln könnten, wie die Streaming-Anbieter auch selbst schneller diese Bands erkennen und schneller löschen können. Das würde uns sehr freuen. Wir hoffen, dass es dazu kommt. Vielen Dank, Nico. Ja, Musik weckt Emotionen. Ich meine, wir haben hier Musik auf dem Podium. Die Fantas. Emotionen. Ja, wecken auch Emotionen, aber eben halt schöne Emotionen. Umso schwieriger ist es, glaube ich, wenn ein Künstler diese Musik nicht macht. Nun den Auftrag hat, einen Song zu kreieren, der ein Nazi-Song ist. Und da leite ich gleich weiter an den Sänger der Band Headsieger, der auch nochmal beschreibt, wie eklig das sein kann, diese Texte zu singen. Glaube ich, oder? Ja. Hallo, ich
glaube, das geht jetzt so besser. Oder man versteht das, ne? Geht keine Rückkopplung? Geil. Hi. Was war die Frage? Ich bekomme das mal so schlecht mit über diese Maske. Was? Naja, erstens, warum habt ihr die Kampagne mitgetragen? Zweitens, wie schlecht dir wurde, als du die Texte singen wurdest? Ah, warum haben wir die Kampagne mitgetragen? Ich mache auch in meinem richtigen Leben ohne Maske Musik und spiele in einer Band, die sich sehr wohl nach außen hin ganz offen gegen das Thema Rassismus ausspricht. Und dafür war es einfach ein gutes Angebot, was Jörn uns hier aufgebreitet hat. Und wir haben sofort Ja gesagt, wir möchten gerne dabei sein. Oder ich möchte gerne dabei sein, so etwas zu starten oder so ein Experiment zu starten. Am Anfang wussten wir im Prinzip noch gar nicht, es gab halt das Oberthema, wir möchten gerne einen Song machen, der das und das bedient, was Nico gerade beschrieben hat. Aber so einen Song halt zu schreiben, der sich, weiß ich nicht, der so viele Sachen bedienen will, hat erstmal Zeit gekostet. Wir waren da auch wirklich lange unterwegs und ich und der Produzent, am Anfang war es halt sehr spaßig, so, weil man in eine andere Rolle schlüpfen kann. Und am Ende wurde es dann doch so, ah fuck, je mehr wir uns da mit den Gefühlen beschäftigen müssen und also es durfte halt auf jeden Fall kein ironischer Song werden, also man durfte meine Ironie nicht hören und jedes Mal, wenn wir im Studio gewesen sind und gedacht haben, boah, das fühlt sich jetzt nicht so wirklich richtig nach uns an oder nach mir an, waren wir, glaube ich, halt auf dem richtigen Weg. Das zu dem Song an sich. Ansonsten, das war so ein Hinführen. Ich glaube, über Kunst und Kultur und Musik kann man sich halt streiten. Ich habe ja auch so einen netten Mann neben mir, der selber halt sich sehr oder eigentlich viel besser auskennt in der rechten Musikszene als ich. Und der wird mir wahrscheinlich als Musiker noch ganz andere Sachen sagen, wie wir es hätten machen können. Aber so wie das Ganze jetzt, wie der Song jetzt so gelaufen ist, das war jetzt erstmal unser erster Gedanke, wie wir das Projekt halt irgendwie in irgendeiner Form halt bedienen können. Oh. Wie lange hat das denn gedauert, den Song zu machen? Wir waren halt immer im Austausch, halt auch mit Nico, weil Nikos Agentur hat uns halt diverse Textvorschläge gegeben. Und das darfst du mir nicht übel nehmen, aber es war halt so, also, es war ja schon, habe ich dir halt auch mal gesagt, so mal, als wenn Werbetexter halt Musik schreiben würden. Und ja. Das soll nicht böse klingen, aber das sind dann gute Texte, ob sie dann halt auf einen Song funktionieren, ist ja immer was anderes. So, das Gefühl stimmt dann halt nicht und du kannst, also Worte stimmen halt irgendwie nicht und dann haben wir uns halt über ein paar Wochen halt immer wieder den Song ruhen lassen, nochmal Textvorschläge bekommen, dann selber etwas gemacht und immer im stetigen Austausch gewesen, bis wir dann halt irgendwie so einigermaßen dieses Konstrukt füllen konnten, weil wir mussten ja auf der einen Seite 120 Minuten in einer rechtsrock-ähnlichen Form mussten wir das bedienen und die andere Seite war dann die Auflösung und ohne dass der Song so ineinander clasht, wo du denkst, was ist denn jetzt hier eigentlich los, musste halt irgendwie ein Weg gefunden werden, weil wir hatten im Prinzip erstmal nichts außer halt den Auftrag, aber also es gab halt keine Vision, sondern erstmal so, man hört sich so ein bisschen durch Bands und man versucht halt dem Ganzen eher sehr, sehr ähnlich zu sein. Immer wenn wir halt auch von der Produktion da halt noch gesagt haben, doch noch eine Oberstimme rein und doch nochmal vielleicht noch mehr Melodie, mussten wir uns auch mal selber zurückhalten und sagen, ey, denk nicht wie du als Musiker. Und im Nachhinein... Mach Musik wie ein Fascho. Naja, das ist halt auch... Nee, mach Musik wie ein Fascho, das wäre auch schon wieder ein bisschen zu plakativ. Weiß ich nicht, man... Also Richtung Freiwild eher, also, oder? Also auch Freiwild. Ich habe auch eine ganz lange Diskussion, das ist gar nicht mal so lange her, mit jemandem gehabt, der auch über das Thema Freiwild, wo es dann auch gar nicht, wo es dann halt einfach, es ist schwierig, so Musik über so einen Konsens zu brechen. So. Und ich will auch keine plakativen, also nichts Plakatives hier so rausbrüllen. Im Nachhinein geht es ja auch darum, was wir oder was ich persönlich halt daran total gut finde, dass wir das gemacht haben. Und ich sitze ja nicht ohne Grund, ohne Maske. Auf der einen Seite liegt es halt daran, dass ich persönlich jetzt nicht in der Öffentlichkeit erkannt werden will. Nicht, weil ich vielleicht zu hässlich bin oder... sondern einfach, weil wir halt mit einem Team zusammenarbeiten, die halt Kids halt haben.
Und die gesagt haben, komm, wir möchten gerne anonym bleiben, wer weiß, was halt passiert. Weil ich mit meiner Band oder die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wir positionieren uns ja ganz klar gegen rechts, aber das ist halt einkalkuliert. So, mit diesem Projekt infiltrieren wir halt etwas. Wir pissen und wir kacken halt jemanden in den Vorgarten halt hinein. Und das sind halt einmal die Menschen, die uns halt total gut gefunden haben auf Telegram, weil es gab ja schon Ultra-Fans, obwohl es nur 120 Sekunden halt gab, so von diesem Song. Die pissen wir halt an und wir pissen halt im Nachhinein dann auch einen Teil unseres Arbeitgebers an. Was und das Ding ist halt, ich kann mich halt öffentlich ganz klar gegen Spotify und Co. halt positionieren und sagen, es ist halt nicht geil, dass ihr erstens halt die Künstler, die halt vor Ort sind, halt nicht geil bezahlt und auf der anderen Seite, dass ihr überhaupt gar nicht prüft, was für einen Schund ihr halt gerade da überhaupt oder was für eine Plattform, dass ihr eine Plattform seid, die sich im Prinzip gar nicht darum kümmert, welcher Schund halt veröffentlicht werden kann. Hauptsache ist Content da. Und mit diesem Projekt haben wir... Ist was passiert? mit diesem Projekt haben wir... Also haben wir halt infiltriert und ich habe halt auch keinen Bock, dass ich oder irgendjemand anders so weggecancelt werden. Das ist halt das Problem. Irgendwie. Weil es ist halt einfach die Suche... Es ist halt gerade auch generell schwierig bei diesem Thema, in dem wir uns jetzt gerade sowieso befinden. Die Suche nach in einem anderen Leben, also in einem nicht realen Leben, auf der Suche nach Werten und Normen. Und das kriegen wir in unserem normalen Leben ja schon gar nicht mehr hin. So, und jetzt sind wir halt im Netz und versuchen da halt ein Wertesystem halt aufzubauen. Und ich finde das, und das ist halt für mich oder für alle Leute in der Produktion halt total wichtig, dass wir das in der Form halt auch schaffen. Also irgendwie dort halt ein Wertesystem halt aufzubauen. Da sind halt die Großen wie YouTube und Spotify halt einfach in der Bringschuld. Und die können halt nicht machen, was sie wollen. Und sie können und dürfen halt auch nicht veröffentlichen, was sie wollen. Und dann ist es halt schwierig. Es ist halt keine, ich spreche halt nicht von Zensur. So, das ist das Allerletzte, was ich halt will, dass irgendwas zensiert wird. Aber man muss halt ein Gremium drüber schauen lassen, was darf gesagt werden, was darf an Mucke rausgehauen werden, damit wir dann ein vernünftiges Wertesystem halt irgendwann hinbekommen. Krass, viel mehr gesagt, als ich eigentlich wollte. Ich wollte jemanden vorstellen, der sich natürlich ganz gut auskennt, weil er aus der Szene stammt, einen großen Musikvertrieb für die rechtsextremistische Szene betreibt. Dementsprechend begrüße ich Philipp Schlaffer und ja, ich bin gespannt, was der zu diesem ganzen Projekt sagt und wie er das empfunden hat. Ja, Jörn, erstmal Dankeschön. Mir fehlte eben ein bisschen die Vergangenheitsform. Ich weiß nicht, ob es jemand aufgefallen ist. Also stammte aus der Szene und hatte mal einen Vertrieb. Ja, danke überhaupt, dass ich hier sein darf. Wenn mir das jemand mal vor vielen Jahren gesagt hätte, ich sitze irgendwann bei Laut gegen Nazis auf dem Podium, hätte ich das auch nicht geglaubt. Also ich hoffe, andere gestehen auch Veränderungen zu und dass wir auch Menschen auch aus dieser rechtsextremen Szene noch rausholen können. Ich war von der Kampagne und bin bis heute von der Kampagne begeistert, auch weil es zeigt, dass die Seite, die gegen Rechtsextremismus kämpft, dass die auch kreativ ist. Ja, also rechts ist sehr eingefahren in sich mit ihren festen Themen, obwohl man muss es jetzt auch sagen, der Rechtsextremismus, besonders in der Neonazismus-Musikbranche, hat sich neu erfunden. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich habe heute Morgen noch gegengecheckt, ob die Lieder, die wir sind, ich habe meine YouTube-Community dazu aufgerufen, Lieder zu melden, die wir rausgesucht haben, und YouTube hat überhaupt nicht reagiert. Wir reden dort über Musikstücke, die der Jörn vorhin genannt hat. Ich möchte die Bands hier auch nicht bewerben, das würde denen noch Reichweite geben, da würden sich nachher drüber freuen, aber die haben halt teilweise eine Million Zuschauer, 2 Millionen Zuschauer. Ich selber habe mich in jungen Jahren fast ausschließlich über Musik radikalisiert. Das war noch ein anderes Thema. Ich war ein verletzlicher junger Mann auf der Suche nach Identität und die habe ich leider durch diese Musik kurzzeitig vermittelt bekommen. Und wenn man sich erstmal mit dem Thema beschäftigt und das übernimmt, YouTube, Twitch und da gehört auch TikTok, Snapchat und überall dazu. Auf all diesen Plattformen sind Rechtsextremisten unterwegs und dort sind Lieder vom Index sind dort drauf und die werden konsumiert, besonders von jungen Leuten, weil da auch teilweise Stellen rausgenommen werden, die dann lustig erscheinen. Das muss man leider dazu sagen. Die haben sich neu erfunden. Es geht nicht mehr nur darum, dass die Bands irgendwie Sturm, Stahl und Waffe im Namen haben, sondern die Namen würden sie teilweise gar nicht erkennen. Und sie sich auch neu geben. Sie kapern heute
neue Subkulturen. Sie kleiden sich anders, sie geben sich in der Öffentlichkeit und sagen, sie belegen dann Worte wie Freiheit, Heimat belegen sie und präsentieren sich ganz nett und wir sind aufgeschlossen und wir wollen ja nur was Gutes. Wir dürfen nicht vergessen, dahinter sind Hardcore-Nationalsozialisten, mit denen ich auch über viele Jahre leider Kontakt hatte. Und das sind, egal ob man die Texte dann neu es wird neu umschrieben, weil sie auch nicht mehr wollen, dass sie auf den Index kommen, auch was dann Überwachung der Polizei und so weiter angeht, ist hier eine ganz klare neue Entwicklung. Und wir sehen, dass besonders diese Musik und die vielen, und das, damit meine ich nicht nur die Musik, ich würde davon ausgehen, dass ganz viele von Ihnen auch gar nicht wissen, was für rechte Schwurbler das alles im Internet gibt, die teilweise so viele Klicks haben. Also ein ehemaliger Polizist, der dort jeden Tag ein Video raushaut, wo jeden Tag 200.000, 300.000 Menschen zugucken. Wir haben aus Bereichen jemand, der sonst aus dem Bereich der Meditation kommt, ja, buddhistische Lehre jetzt mit Rechtsextremismus vermischt und mit Corona-Leugnung. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Diese Sprünge hätte ich als junger Rechtsextremist gar nicht hinbekommen. Aber das Problem ist, jeder, der sich zurzeit mit irgendwas beschäftigt, kann dann irgendwie auf Rechtsextremismus stoßen und er hat so ein neues Gewand. Und immer wenn wir dagegen versuchen, was zu tun und das zu melden, dann wird so gut wie gar nicht reagiert. Man muss die Stellen sagen. Man muss es dann sagen, ja, aber die reden dann nicht von Nationalsozialismus. Nein, aber sie sagen dann Ethnopluralismus. Und das ist YouTube dann nicht genug. Aber die Botschaft ist das Gleiche, dass Menschen das Land verlassen sollen, aus dem Land gejagt werden sollen. Aber das reicht YouTube nicht. Und das ist wirklich das große Problem. Und auch wenn YouTube behauptet, und für mich ist das schwierig, weil ich mache sehr viel bei YouTube, und dann werde ich von YouTube bestraft, wenn ich das immer wieder erwähne, ist es... Es wird so vorgeschlagen, wie es hier berichtet wurde, wenn man sich erstmal damit beschäftigt. Ich bin auch immer ganz kritisch, wenn junge Leute, was ich eine Hausaufgabe schreiben sollen über Rechtsextremismus und gucken sich das dann an bei Google, bei YouTube und so weiter. Sie werden danach bombardiert mit diesen Liedern danach. Der Algorithmus schlägt ihnen immer wieder neue Lieder vor. Und darüber hassen zu lernen, ich kann es leider sagen, ich habe wirklich über die Musik hassen gelernt. Und sich dagegen dann zu erwehren, besonders wenn man ein junger Mann ist, soll keine Ausrede für mich sein. Ich habe mich leider ganz bewusst dafür entschieden. Aber junge Menschen können das teilweise dann auch nicht verarbeiten und übernehmen diese Botschaften. Und umso wichtiger ist es, da immer darauf aufmerksam zu machen und dort auch Druck aufzubauen. Weil, ich weiß nicht, wie lange ich mich fassen will, ich habe so viele Themen noch. Ist es halt so, natürlich wollen die Plattformen, dass die Menschen so lange wie möglich draufbleiben sollen, bei Facebook, auch bei YouTube und so weiter. Je mehr Interaktion ist, je mehr Streit unter einem Post ist, umso besser finden die Unternehmen das, weil jeder wieder raufgeht und guckt, okay, was hat der andere geschrieben? Und wir sehen zurzeit wirklich, dass regelrechte rechte Trollarmeen unterwegs sind. Wenn wir zu gewissen Themen, wir hatten hier Attila Hildmann erwähnt bekommen, Xavier Naidoo, der beispielsweise Xavier Naidoo hat mit jemand aus der rechtsextremen Szene von einer Band mit Kategorie C, also eine sehr, sehr beliebte rechtsextreme Band, zusammen ein Lied gemacht, wo ich, das hätte ich gedacht, das könnte es nie geben. Also da hätte ich drauf gewettet, das wäre unmöglich gewesen, dass sowas je stattfindet. Das sind so Tür- und Toröffner, die da gemacht werden. Und diese Menschen müssen dann jetzt auch dargestellt werden als das, was sie sind, dass sie Rechtsextremisten unterstützen oder eventuell selber Rechtsextremisten sind. Und diese Interaktion, die Unternehmen wollen Geld verdienen, aber nicht um jeden Preis. Und da muss einfach Druck gemacht werden, das nur mal so zu dem Input. Und die Radikalisierung, die bei mir beispielsweise über ein oder zwei Jahre gedauert hat, zumindest bis ich das selber auch für mich verstanden habe, die sehen wir zurzeit durch Social Media, ist das möglich innerhalb weniger Wochen oder Monate. Von Menschen, von denen wir es auch nicht gedacht hätten, dass sie überhaupt anfällig wären für diese Themen, die auf einmal auch zu Antisemiten werden, die auf einmal auch sagen, die da oben, die Politiker. Also wer sich mal damit beschäftigen möchte, wie das unter einem YouTube-Video abgeht, wenn man was macht gegen Rechtsextremismus oder einen Post, da muss man eine dicke Haut haben. Also na, wir werden angegriffen über Telefon oder sonst was, alles wird rausgenommen. Und da müssen auch viel mehr Leute noch gegen aufstehen und dagegen was tun. Das freue ich mich, dass ich hier ein kleiner Teil davon sein darf und dass diese tolle Kampagne hier losgetreten wurde. Das nur mal kurz als Input von mir. Vielen Dank, Philipp. Ja, Musik, also bevor ich zum anderen Thema komme, das wird Philipp auch sicherlich bestätigen können. Als ich angefangen habe mit Laut gegen Nazis 2004, haben MPD-Kameradschaften und Nazi-Kameradschaften vor Schulen gestanden mit Akustikgitarren und haben die sozusagen mit in ihre Zeltlager genommen, um das Gemeinschaftsgefühl zu transportieren, oder haben Schulhof-CDs verteilt, um Schülerinnen und Schüler zu
cashen. Und auch damals hatten wir sogar mit euch auch Aktionen dagegen. Also Spotify, YouTube, die Streaming-Portale sind im Prinzip die, ja, die große Möglichkeit für die, das noch viel besser zu transportieren. Und nochmal hier unsere Forderung an alle Streaming-Portal-Unternehmen, wenn man uns überhaupt hört, wir haben ja nun alles versucht, die zu erreichen, macht irgendwas, wendet euch an uns, wir können euch dabei helfen, wollte ich gerade sagen, zumindest könnte man ja auch Projekte umsetzen oder eine Beratungsfunktion haben, wie solche Inhalte aussehen, da wäre Philipp zum Beispiel auch sehr adäquat und wir würden uns freuen, wenn das irgendwie mal vorangeht, weil das ist wirklich gefährlich, weil einen guten Refrain singt man gerne mit, manchmal weiß man auch nicht, was man singt und wenn man es weiß, findet man das geil, das finde ich halt sehr gefährlich. Ich möchte noch einen Hinweis, bevor wir auf die Straße gehen, sinnbildlich, auf unsere andere Kampagne Hashtags gegen Hass geben. Die findet man überall im Netz, überall im Social Media. Dort sind wir genauso gehässig wie mit Hetzjäger, sagen wir mal so. Wir haben die Hashtags der Nazis geklaut, das mit bunten Memes versehen, mit unseren Botschaften. Das heißt, wir fordern die Menschen dazu auf, diese Hashtags zu nutzen, sowas wie Blood and Honor oder Volksfront oder was da auch immer stattfindet, um eben halt denen auch die Hashtags zu klauen. Weil das sind ja deren Hashtags, damit kommunizieren die ja. Wenn alle diese Hashtags benutzen und Memes setzen, erreichen wir vielleicht, dass sie sich sehr ärgern und wir eben die halt nicht so eine klare Kommunikationslinie haben. Findet man, wie gesagt, online, hier auch in der Pressemappe. Und jetzt freue ich mich ebenso sehr, dass wir mal auf die Straße gehen und schauen, was da los ist. Wir werden, wie Smudo auch schon gesagt hat, mit den Umas gegen Rechts gemeinsam die fantastischen vier Tourneen mit dem Bündnis Deutschland begehen. Das heißt, wir werden Stände vor Ort haben. Wir werden natürlich Informationen an diesen Ständen geben. Wir freuen uns aber auch gerade über die Präsenz dieser wunderbaren, und ich liebe sie, wunderbaren Institution hier in Deutschland. Dazu begrüße ich Dörte Schnell aus Hamburg von Bündnis Deutschland Omas gegen Rechts. Herzlich willkommen, Dörte. Wie sieht's denn aus bei den Demonstrationen, die ihr erlebt, Querdenker-Demonstrationen, und wie sieht's insgesamt aus? Ja, Omas gegen Rechts, wir sind die Alten, ne? Und deswegen muss ich noch einmal ein bisschen ausholen, wegen der aktuellen Lage. Wir sind angetreten vor 4 Jahren, haben uns gegründet am 27. Januar. Das ist der Tag der Befreiung von Auschwitz, ganz bewusst. Und der Satz von unserer Ehrenoma oder Ehrenuroma Esther Bejarano, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, das ist unser Programm. Und wir hätten uns nie für möglich gehalten, dass wir jetzt auf die Straße gehen müssen in den letzten 1,5 Wochen, weil es wieder einen Krieg in Europa gibt, einen verbrecherischen Krieg in Europa. Wir haben bei den Omas noch einige wenige, die den Krieg, den Zweiten Weltkrieg als Kinder erlebt haben. Und ich weiß von diesen Omas, die Erfahrungen dort, die haben sich eingebrannt, die prägen sie bis heute. Wir, die meisten von uns, so wie ich auch, gehören zur Nachkriegsgeneration. Aber auch wir haben traumatisierte Eltern erlebt, die in dem Krieg gekämpft haben, die zum Teil an Verbrechen beteiligt waren. Und wir haben Eltern erlebt oder Väter erlebt, die schweigsam waren. Das heißt, auch wir haben sozusagen als Nachkriegsgeneration einige Erfahrungen gemacht. Und jetzt gucken wir zu, dass unsere Enkelgeneration durch diesen verbrecherischen Krieg von Putin wieder betroffen ist. Wir gucken in diese verstörten Gesichter der Kinder. Und es werden sehr, sehr viele Gefühle bei den Omas wach an der Stelle. Das muss ich dazu einfach nochmal so sagen. Und es ist natürlich sehr tröstlich für uns, dass viele, viele Menschen in Europa zu den Kundgebungen gehen. Wir eben auch. Das ist jetzt eben neu los auf der Straße, ne? Zu den Kundgebungen gehen, helfen und den Flüchtlingen helfen. Wir haben aber auch noch sehr, sehr genau die schrecklichen Bilder vor Augen, als vor wenigen Wochen vergleichsweise wenig Flüchtlinge an der Grenze zu Polen nicht ins Land gelassen wurden, als Zäune aufgebaut wurden zur Abschreckung gegen Flüchtlinge. Und als Europa zugesehen hat, dass Frauen und Kinder in der Winterkälte an unseren Europagrenzen erfroren sind. Auch diese Bilder haben wir noch vor Augen. Und wir haben im Moment den Eindruck, und so schrecklich das ist mit den Flüchtlingen in der Ukraine, werden wir aber auch darauf weiterhin achten.
Wir haben den Eindruck, dass es so etwas wie eine Zweiklassengesellschaft für Flüchtlinge gibt. Das möchten wir nicht. Und wir werden immer wieder auch da die Regierenden daran erinnern, es sind alles Menschen. Es gibt nicht die europäischen Flüchtlinge, für die wir uns alleine einsetzen. Und dann gibt es noch die anderen, die wollen wir eigentlich nicht, weil sie anders aussehen oder einen anderen Glauben haben. Auch dafür stehen die Omas gegen rechts. Diese Art rassistischen Ausgrenzung, die möchten wir nicht. Und was wir an dieser Stelle auch nochmal betonen möchten, und das nicht nur, weil morgen, wir sind ja eine Oma, ne? Frauen, von Frauen gegründet, morgen ist internationaler Frauentag. Und ich sage es aber nicht deshalb, sondern Krieg ist männlich. Das ist immer wieder deutlich. Die Frauen und vor allen Dingen die Kinder sind betroffen. Und wir rufen da natürlich vor allen Dingen auch unsere Generation aus. Die Großmütter unserer Generation steht auf, geht mit uns auf die Straße. Was aber, dahin war natürlich deine eigene Frage, das ist aber auch kein Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt habe. Was ist sonst noch auf den Straßen los? Wo gehen wir sonst noch vor? Wir legen immer den Finger in die Wunde, wenn wir den Eindruck haben, wir sehen rechte Tendenzen. Ganz viele rechte Tendenzen sind jetzt ganz eindeutig bei den sogenannten Spaziergängern. Da wurde eben schon einiges gesagt, das will ich nicht noch alles wiederholen. Diese Spaziergänger unterscheiden sich von anderen Demonstrationen rechter, die wir aus früheren Zeiten kannten, wo ganz klar, da liefen die Nazis und es war vollkommen klar. Jetzt laufen viele, viele Spaziergänger aus der Mittelschicht, die uns entgegenhalten. Was wollt ihr denn, wenn wir da stehen? Was wollt ihr denn? Wir sind nicht rechts, wir wählen auch nicht rechts. Das stimmt. Wir nehmen nur unser Demonstrationsrecht wahr. Auch das stimmt. Begrenzt. Sie halten sich ja in der Regel nicht an die Vorgaben, die dort gegeben sind, wie Masken aufsetzen, Abstände halten und so weiter und so weiter. Das ist richtig. Und wir erleben immer wieder Politiker, die genau das Gleiche sagen. Also nun macht man ein bisschen halblang, ist die Mitte der Gesellschaft, die demonstrieren gegen Corona. Ja, richtig. Was aber vollkommen verkannt wird, und ich glaube, das ist das Entscheidende, das ist das alles Entscheidende, dass diese sogenannten Spaziergänger oder sogenannte Quer, ich mag den Begriff Denker in dem Zusammenhang nicht so gerne sagen, aber gut, sogenannte Querdenker, dass die sich vernetzen in rechten Gruppen, dass die sich vernetzen bei den Freien Sachsen, die eindeutig vom Verfassungsschutz kontrolliert werden inzwischen und die eindeutig faschistische Tendenzen haben, dass die sich vernetzen bei den Freien Niedersachsen, dass die sich vernetzen auch lokal wie im Süden von Hamburg bei Bux aktiv. Und da vernetzen sich ganz normale Menschen, wie wir auch, die vielleicht zu unserem Freundeskreis gehören, mit Rechten und mit Faschisten. Und das finden sie nicht schlimm. Das finden sie nicht schlimm, weil sie ja eine Meinung haben zum Thema Corona. Das ist aus meiner Sicht im Moment eine ganz, ganz große Gefahr, auch wenn das Thema Corona weg ist. Es wird ein nächstes Thema geben. Und es wurde ein Netzwerk aufgebaut, ein Netzwerk, in dem diese bürgerliche, ich nenne sie jetzt einfach mal bürgerliche Mittelschicht, erreicht werden kann. Wir Omas gegen rechts gehen dagegen an. Wir sind auf so vielen Aktionen und Demonstrationen, wie wir können, was diese Spaziergänge angeht. Ich muss jetzt noch mal sagen, dass wir eine unserer Omas dabei haben. Die ist wirklich auf jeder Aktion. Und die wird nächste Woche 81. Heide sitzt da und ich muss das jetzt hier einfach mal so loswerden, weil das wirklich großartig ist. Die lässt keine Demonstrationen aus aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen. Wir wissen natürlich, dass dieser Schulterschluss von diesen Mittelschichtsbürgern bundesweit zu beobachten ist und dass das die eigentliche Gefahr ist. Wir wissen aber auch, dass der Aggressor Putin rechte Netzwerke in Deutschland und global in jeder Hinsicht unterstützt. Und da schließt sich schon wieder der Kreis zum Krieg. Und im Schatten dieses Krieges befeuern die nachgewiesenerweise rechtsoffenen und rechtsextremen Veranstalter diese Demonstrationen wiederum tausende Hamburger Bürgerinnen, die immer radikaler mit Hass und Hetze agieren.
In Barmbek liefen vor kurzem, ich glaube, das war am 27. Ich bin am 27.01., richtig, passt ja auch noch zu unserem Gründungsdatum, liefen ganz normale Bürger hinter einem Transparent der NPD her. Das fanden die nicht schlimm, weil die haben ja dieselbe Meinung zu dem Thema. Wir Omas machen darauf aufmerksam und wir denken, dass die Zivilgesellschaft die Aufgabe hat, die Politiker darauf aufmerksam zu machen. Wir erleben immer wieder, dass Politiker im lokalen Bereich das nicht so ernst nehmen oder dass sie sagen, na ja, mein Gott, die eben, ne, so. Das ist schlimm. Das ist deswegen schlimm, weil sie den Auftrag haben, uns zu schützen. Sie haben uns den Auftrag laut Grundgesetz, uns vor Rechtsradikalen zu schützen. Was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schlimm finde, oder nee, eigentlich ein bisschen mehr schlimm finde, ist, dass unser Hamburger Bürgermeister Tschentscher das auch nicht so richtig sieht. Aus unserer Sicht haben wir den Eindruck, ich will das mal ein bisschen salopp aussagen, vielleicht schnaggelt er das ja nicht so richtig. Das ist die Gefahr an dieser Stelle von diesen Spaziergängern durchaus ausgeht. Vielleicht begreift er das ja nicht so richtig. Die Omas gegen Rechts möchten sich mit ihm in Verbindung setzen an der Stelle. Wir würden gerne mit ihm sprechen, weil wir haben sehr viel recherchiert, sehr viel zusammengetragen, was die Szenerie hier in Hamburg angeht. Und möglicherweise hat er das nicht so ganz mitbekommen. Und deswegen hoffen wir, dass er noch mal ein bisschen seiner kostbaren Zeit für uns übrig hat. Dann würden wir ihm nämlich gerne mal die Oma-Wundertüte überreichen. Und da sind sehr, sehr viele tolle Sachen drin. Und wir gehen fest davon aus, dass unser Bürgermeister die Situation dann ein bisschen anders sieht. Das ist übrigens auch so ein Punkt. Wir gehen auf die Straße, aber wir bemühen uns auch, mit den Politikern zu reden oder mit denjenigen, die wichtige Funktionen in unserer Stadt haben, wie unser Polizeipräsident und unser Innensenator, der immerhin davon ausgeht. Er hatte ja andere Probleme auch. Dazu möchte ich jetzt nicht Stellung nehmen, aber der immerhin davon ausgegangen ist im Gespräch mit uns, dass die größte Gefahr in Deutschland von den Rechten ausgeht, immerhin, aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sagte Erich Kästner, und das Tun vermissen wir natürlich sehr, und so sind wir auch im Gespräch mit Andi Grote und mit Herrn Mayer. Denn wir haben den Eindruck, dass nach wie vor die Polizei auf dem rechten Auge blind ist und dass das, was teilweise abgeht, zum Teil auch schon gegen Omas gegen Rechts, nicht, ich sag's mal milder ausgedrückt, nicht so ganz in Ordnung ist. Das ist los auf den Straßen und ich hoffe sehr, dass immer mehr Bürger jetzt und Politiker auch das begreifen und mit uns auf die Straße gehen gegen diese sogenannten Spaziergänger. Denn da liegt aus unserer Sicht eine riesengroße Gefahr, wenn die Mittelschicht anfängt, mit Rechten zu marschieren. Sie es entweder nicht bemerken, sagen wir es mal so, oder sie das billigend in Kauf nimmt. Und das waren doch deutliche Erklärungsmodelle, die wir noch aus den Zeiten unserer Eltern aufgenommen haben. Wie ist das denn eigentlich passiert? Wie ist denn eigentlich 33 entstanden. Das dazu. Worüber wir uns natürlich ganz doll freuen, ist, dass wir hier jetzt auch mit Fanta 4. Genau, wir gehen auf Tour. Wir gehen auf Tour. Na, das ist ja mal was. Und Herr Tschentscher, kommen Sie vorbei. Wir sind auch in Hamburg. Kommen Sie vorbei, Herr Tschentscher. Da muss er spenden. Und dann wäre das die Gelegenheit, sich mal zusammen hinzusetzen. Ja, ja, zum Beispiel könnte man ja mal sagen. Und das Gute ist natürlich, dass wir von Flensburg bis Hamburg überall Oma-Gruppen haben. Inzwischen in Deutschland fast 100. Und wir sind vernetzt und arbeiten zusammen im Omas gegen Rechts Deutschland Bündnis. Das heißt, dass wir nicht, die wir hier jetzt sitzen, nicht alle mit euch auf Tournee gehen, die müsst ihr nicht ständig zu sehen, so, sondern jeweils die Oma-Gruppen aus den einzelnen Städten werden dann da sein und dann ihre Themen, unsere gemeinsamen Themen positionieren. Und ich finde es auch großartig, dass wir als Alte hier auf dem Podium sitzen mit den ganzen jungen Leuten. Ich habe ja ein bisschen gebraucht, bis ich das geschnaggelt habe, ne? Was Hetzjäger veranstaltet habe. Ich habe das im Endeffekt begriffen und war schwer begeistert. Ja, das ist so, glaube ich, das Wesentliche. Ja, vielen Dank, Dörte. Also wir freuen uns wirklich richtig dolle mit euch
den Stand zu begehen auf jedem Konzert der Fantastischen Vier. Ja, zu dem, was Dörte gesagt hat, möchte ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Also wir beobachten ja auch seit 2,5 Jahren diese Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen und sagen wir auch, es ist eine subjektive Auffassung, die ich dann so habe, aber es entsteht eine Mitläuferkultur hinter diesen Nazis, die wir sehr, sehr gut beobachten müssen, die ich auch extrem gefährlich finde. Das ist einfach so. Und dieses Bündnis Putin und rechtsextremistische Szene merkt man halt auch deutlich. Das ist keine Frage. Und die AfD, die hast du vergessen, die mischt da auch mit. Das möchten wir auch nochmal betonen. Die AfD ist auch ein Treiber dieser Situation. Wir kommen zu dem Thema Flucht. Eigentlich wäre Rassan Sabah auch hier zugegen, eine Performance-Künstlerin aus Syrien, die ganz, ganz viele tolle Aktionen macht zu diesen Themen. Leider hat Corona oder eine Grippe sie erwischt, sonst hätten wir sie gern begrüßt, aber umso mehr nicht, sondern ich begrüße aus diesem Grunde jetzt zu dem Thema Suleyman Tatmori und da freue ich mich ganz, ganz doll. Wir hatten einen Podcast letzte Woche, der sehr intensiv war. Es ging um das Thema Flucht, es ging um das Thema Menschen, es ging um die Aufnahme in Deutschland von Menschen, die wir, haben wir gelernt, Newcomer nennen, eben nicht Flüchtling, nicht leicht diskretiert, Newcomer in unserem Land, wie man den Umgang hier so pflegt. Wir haben natürlich wahrgenommen, und Flucht ist für uns ein Riesenthema, weil wir auch die Seenotrettung unterstützen werden. Wir haben ein Projekt, ein Musikprojekt, welches wir für die Seenotrettung machen, wo auch Spenden generiert werden sollen. Es gibt bei uns im Podcast ist immer wieder Thema, wir vergessen im Moment, wie viele Menschen auf der Flucht sterben. Und ich habe einfach mal geschaut, am 11.11.2021 hat die UN 480 Millionen Menschen registriert, die vor Krieg, Elend, also weltweit Krieg, Elend, Klima, fliehen. Das sind alles Schicksale, die wir jetzt live erleben, weil es auch in Europa natürlich direkt jetzt vor der Tür stattfindet, diese Fluchtsystematik. Und mit Suleyman hatten wir eine wunderbare Sendung, auch mit Hassan, und haben auch sehr viel über persönliche Gefühle gesprochen, weil da kann Suleyman am besten was zu sagen, glaube ich. Seine eigene Geschichte nochmal so, wie wir sie auch erlebt haben im Podcast. Und Suleyman ist nebenbei Journalist und Filmemacher und kommt gerade ganz frisch von der polnisch-ukrainischen Grenze. Und das wurde vorhin auch nochmal festgestellt, wo es noch vor Wochen die Situation gab, dass Menschen dort sterben und zwischen der polnischen und belarussischen Grenze einfach vergessen wurden. Wo es sogar schwierig war, denen zu helfen. Und diese Aktualität überlasse ich jetzt Suleyman und freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank. Ich will zwei Sachen ergänzen, bitte. Ich habe mal gelesen, glaube ich, alle 4 Minuten stirbt eine Flüchtlinge auf der Flucht, aber nicht in Europa natürlich. Und auch bezüglich Putin will ich auch kurz sagen, dass ich selber krass, also oder beziehungsweise das Thema mich selber betrifft, weil Putin hat meine Heimatstadt Sujan, meine Heimatstadt Homs voll zerstört. Und letzte Woche, Donnerstag, dachte ich, okay, er hat jetzt Syrien voll zerstört und jetzt Ukrainer. Wundert mich nicht, was er macht. Aber ich habe wirklich voll Angst, weil ich weiß, was er macht, was er machen könnte oder würde oder werde. Er hat 10 Jahre jetzt Syrien voll zerstört. Meine Heimatstadt Homs voll zerstört. Jede Straße, wenn man Drohnenszenen sieht, voll zerstört. Der ist einfach wahnsinnig. Und ich habe großen Angst, wirklich Angst, dass es nicht 3 Tage oder eine Woche Krieg, dass es wirklich ein sehr gefährlicher, krasser Krieg wird. Genau, über meine Flucht. Ich bin selber Syrer, bin vor 6 Jahren nach Deutschland geflohen. Auch wie alle Menschen, Schlauchboot und zu Fuß, 28 Tage. Ich war jetzt eine Woche an der polnisch-ukrainischen Grenze, haben wir da auch mit vielen Menschen gesprochen über ihre Flucht, aber auch über Rassismus habe ich auch jetzt letzte 2-3 Tage recherchiert und mit vielen Menschen gesprochen. Und das ist auch nochmal echt unglaublich krass, dass Menschen jetzt nicht an der polnischen Grenze, sondern an der ukrainischen Grenze, dass es alle Probleme da sind, dass Menschen jetzt im Krieg,
da Flugzeuge, Kampfflugzeuge werfen Bomben und da gibt's Rassismus und werden schwarze Menschen am Zug in der Ukraine im Krieg rausgeschmissen und sagen, Ukrainer dürfen erstmal oder Ukrainerinnen dürfen erstmal fliehen und dann kommen die anderen Menschen, egal, alle Ausländer, aber Dunkelhäutige natürlich auch. Genau, ich bin gestern wieder nach Hamburg zurückgefahren und fahre ich morgen wieder zurück. Ich finde echt krass, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich finde voll Respekt, was ihr alles macht. Ich finde es sehr wichtig auch. Ich bin auch selber, ich habe auch natürlich auch erste, zwei, drei, vier Jahre in Deutschland viele Rassismus-Erlebnisse oder Erfahrungen gemacht. Und ich weiß auch, wie das für, sag ich mal, unsere Leute oder Menschen, die hier geflüchtet sind, sehr gefährlich, dass das großen Problem macht, gegen Integration, sag ich mal. Ich dachte immer so, ich denke immer so, wenn man Integration fördert, dann muss man auch Integration fördern. Und wenn man diese Rassismus-Sache oder erlebt, wenn man Rassismus erlebt, dann hat man großen Abstand zur Integration und denkt man, okay, also die Menschen hier mögen uns nicht. Das, was viele meine Verwandten oder Freundinnen erlebt haben und denken jetzt heute, bis heute, die Menschen hier, die Deutsche sagen, sie mögen uns nicht, wir wollen einfach unter uns bleiben. Und das ist auch nochmal sehr gefährlich. Und deswegen bin ich auch aktiv und das Thema liegt mir auf dem Herzen, weil ich weiß, was das mit vielen Menschen macht, diese Rassismus-Sache. Das ist so traurig einfach, das trennt die Gesellschaft. Und ich, weil ich diese Erfahrungen nicht gemacht habe, habe überhaupt kein Problem. Ich finde es auch doof zu denken, dass diese Menschen mögen uns nicht und die, wir und ihr, das habe ich auch im Podcast gesagt, diese wir und ihr, die ich gar nicht mag, diese trendige Gesellschaft, dass Menschen jetzt mit Migrationshintergrund nur in Billigstedt und Wilhelmsburg wohnen dürfen, nicht mal in Eimsbüttel oder Winterhude oder, es ist wirklich so, also es ist vielleicht, klingt witzig, sie lachen, aber es ist so, dass es mir aufgefallen ist, ich wollte die Gesellschaft hier verstehen, als ich nach Deutschland gekommen bin und ich habe immer versucht zu verstehen, warum Menschen zum Beispiel in Billigstedt, wie ich habe ein Jahr in Eimsbüttel eine Wohnung gesucht, das ist nicht unser Thema jetzt, dann habe ich aufgegeben, 3 Wochen habe ich in Stillingen eine Wohnung gefunden. Das ist auch ein Teil Rassismus und das ist auch ein Teil gefährlich, was die Gesellschaft trennt. Und dann kommen diese Menschen und sagen, diese Menschen aber in Billigstedt müssen sich integrieren. Ja, aber ich würde mich integrieren, wenn ich die Möglichkeit habe, mich zu integrieren. Ich, Süleyman Tadmori, hatte ich sehr viel Glück hier in meinem Leben, in Deutschland erst 2, 3 Tage, beim NDR vor allem, Praktikum. Ich habe diese Erfahrungen nicht gehabt, sag ich mal beruflich, und deswegen konnte ich das schaffen. Ich habe die Sprache gelernt, ich habe Zusage zum deutschen Pass bekommen, ich habe Integration kurz gemacht, Master, Weiterbildung, alles konnte ich das machen, weil ich diese Erfahrungen nicht gemacht habe, weil ich dieser Mauer nicht vor mir hatte. Genau. Vielen Dank. Sorry, das ist auch immer, wenn ich darüber viel erzähle, dann bin ich immer wieder emotional, weil da kommt nochmal alle Bilder von Flucht und kommt alle Bilder, was man hier erlebt hat oder von Verwandten und dann bin ich wieder nochmal emotional ein bisschen. Süleyman, vielen Dank. Also wie gesagt, das Thema Flucht sollten wir nie vergessen. Wir haben jetzt eine aktuelle Situation zwar, wo wir uns drauf fokussieren, weil es sehr nah ist, aber ich möchte doch wirklich auch an alle appellieren, an alle Menschen zu denken, die leiden. Und Menschen, die auf der Flucht sind, leiden, haben ihre Heimat verloren, erleben Krieg und Not. In diesem Sinne schließe ich, glaube ich, die Pressekonferenz, weil vom Podium aus sind wir jetzt, glaube ich, soweit fertig. Wenn Vertreterinnen der Medien Fragen haben, der Presse, bitte dann jetzt. Einzelinterviews sind gleich im Anschluss möglich. Ich weise noch darauf hin, da würden wir uns sehr freuen. Wir sind hier bei Wachans Rocks in den Gebäuden. Und wir bekommen dort vorn am mittleren Fahnenmast eine Fahne. Dort wird das Laut gegen Nazis-Logo in Hamburg an einer der meistbefahrenen Straßen wehen. Und da freuen wir uns sehr. Und es sind auch weitere Dinge hier an diesem Gebäude geplant. Für diese Unterstützung bedanken wir uns auch natürlich bei diesen Menschen hier, die uns auch diese Location umsonst zur Verfügung gestellt haben. Und wir bedanken uns bei Fritz Kohler. Wenn jetzt Fragen entstehen, bitteschön, bitte dran denken. Wir schalten live. Deswegen bitte schnelle Fragen. Danke.
Keine Wortmeldung. Dann würde ich sagen, begehen wir Einzelinterviews. Wir treffen uns am besten vor der Tür. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie da waren. Wir bedanken uns bei allen Podiumsgästen. Und wir machen weiter. Und die Omas hat recht. Und wir freuen uns auch auf alles, was da kommen mag, an Unterstützung und Spenden. Vielen Dank.